Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kings am Spiel Minecraft, den Let's Play von Niederrhein, in dem wir endlich das Tier im Zoo fertigstellen wollen. Ich glaube, ich muss allerdings erst noch den Zoo finden. Genau, hier wäre ein Portal. Könntest du kurz mal da reingehen? Danke. Oh, schwubbeliwups, da sind wir wieder. Oh, was ist hier los? Kann sein, dass er gerade draußen noch dunkel ist. Hier, da war was. Das erledigen wir sofort. Zack. Gar nicht auf die lange Bank schieben. Weg damit. Also mit der Nacht. So, wir wollen die Nacht eben kurz skippen. Dann können wir direkt hier weitermachen. Wir haben jetzt genug Wolle. Hoffe ich zumindest. Pass auf. Wir machen Folgendes. Die Wolle, die wir jetzt gerade nicht so brauchen, wie die da und die da und schwarze, helle Wolle brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Rote auch nicht. Den Teppich jetzt auch nicht. Die auch nicht. So. So, pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall noch Farbstoff. Ich habe den Farbstoff habe ich da reingeknallt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Nehmen wir erstmal so viel. Pass auf. So. Und, warte mal, braucht die nicht noch Braun? Braun brauchte ich auch noch. Wo habe ich denn die Farbe jetzt hingetan? Die war doch da auch, oder? Ne, die war da nicht. Die ist da. Da ist die braune Farbe. Da, pass auf. So. Und dann nehmen wir... Ne, pass auf. Nicht zu viel. Wir gehen vorne hin. Wir kontrollieren. Wir gucken genau hin. Wie viel Farbe wir tatsächlich von dem Braun brauchen. Oh, der Baum sieht jetzt aber auch gut aus. Ich finde, der macht sich da, ne? Könnte ein kleiner Bonsai sein oder so. Naja. Kekse. Lass es lieber. Okay. So. Oh. Guck mal. Brauche ich noch braune Wolle? Liegt da einfach drin rum. So. Ich komme nicht ran. Ich komme einfach von hier nicht ran. Bin zu klein für diese Welt. So. Was hatte ich jetzt? Ich habe nochmal eben kontrollieren. Oben rum war, glaube ich, richtig. Unten rum war auch richtig. Ja, und oben fehlt eine Reihe. Genau, so war es. Oben fehlt eine Reihe. Das sieht ja nicht aus. Die Mähne muss ja schon vernünftig ausgebaut sein hier, Kekser. Die muss auch schon über die Ohren drüber gucken, so eine Mähne. So. Siehst du? Ich glaube, jetzt wird es auch insgesamt stimmiger. Okay, nochmal eben kurz von vorne schauen. Ja, definitiv. Sieht gleich viel majestätischer aus, oder? Mann. Hast du dir aber echt Zeit mitgelassen. Pass auf. Jetzt müssen wir eben kurz schauen. Der Kopf, der muss ja noch ein bisschen, da kommt noch ein bisschen Orange dran. Ich müsste nochmal eben kurz auf das Bild schauen. Kann ich das Bild mal eben drehen? So. Die Mähne. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Das war Willi. Das ist nicht schlimm. Pass auf, wir werden definitiv doch mehr Wolle brauchen. Nee. Ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt mal eben kurz hier den Rand so gestalten, wie wir ihn brauchen. Und dann hüpfen wir mal kurz da rein. Schauen mal eben, was wir wegnehmen können. Das braucht ja kein Mensch hier. Das wird nämlich sonst an... Oh, da muss auf jeden Fall Wolle hin. Da muss Wolle hin. So, pass auf. Und hier fudeln wir ein ganz klein bisschen. Nee, pass auf. Das geht hier, glaube ich, auch nicht. Das muss ich mir nochmal genauer gleich angucken. Aber innen drin... So. Könnte ich jetzt da rumlaufen. Ups. So, jetzt habe ich keine braune Wolle mehr. So, wo ist die weiße Wolle? Da ist die braune Farbe. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen braune Wolle. Und wir werden von hier aus kommend... warum nimmst du nicht das Werkzeug, was funktioniert? Das weißt du, dass das funktioniert. Nimm es doch einfach. So. Okay, das ist... warum ist das denn jetzt so? Das soll doch nicht so sein. Achso, das ist schon einer zu viel gewesen. Das soll zwei reich, passt, okay. Wenn man das so sehen könnte, ist das vielleicht sinnvoller. So und so. Ich guck mal eben von hier aus. Das wären zwei reich. So. Und da und da und dort. Und ich kann ja gleich wieder auf der anderen Seite mit dem Skiffy runter. Oder so. So kann ich auch. War aber nicht sehr gesund, oder? Kekser,
das mit den Farbblöcken auf dem Bild zählen, ne? Das üben wir nochmal. Das ist definitiv eine Sache, die wir definitiv nochmal üben sollten. Ich schaue jetzt nochmal eben kurz von vorne. Da siehst du keinen Unterschied. Von vorne siehst du keinen Unterschied, aber von hinten. Und von der Seite vor allen Dingen. Ich meine, von hinten. Viel von hinten haben wir ja noch nicht. Mein Gott, wie viele Folgen werden wir für dieses Tier brauchen? Das weiß man nicht so genau. So, ich muss nochmal eben kurz schauen, aber. Jetzt ernsthafte Frage. Mal eben kurz aus dem Bild zählen. Ich muss da die Füße hinsetzen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe dieses Tier jetzt tatsächlich auf diese Höhe hier gebaut. Nein! Das kann nicht wahr sein. Das ist jetzt keine gute Idee. Das ist jetzt gar keine gute Idee, oder? Doch, das wird jetzt so bleiben. Wir werden einfach diese Erde hier austauschen und da noch irgendwas reinsetzen. Definitiv. Dann können wir ja auch die Erde, die wir jetzt hier reinsetzen, die können wir dann später wieder benutzen. Ja, das geht. So. Kann ich mal kurz hier. So, machen wir das nochmal so. So habe ich das früher auch gemacht. Das ist viel entspannter. So. So, und jetzt machen wir uns mal eben kurz Gedanken dazu, wie wir jetzt hier das hier mit der, die lasse ich noch eben kurz da drin. Ich brauche eine Orientierungshilfe hier. Aber das kann mal eben weg. Ich brauche das mal eben, damit ich weiß, wo ich hin will. So, das ist die Rückseite. Kann man als Rückseite erkennen? Na, geht so. Pass auf. Jetzt brauchen wir dieses dunkelgraue hier. Ich muss mal eben überlegen, in welcher Höhe das. Nee, so geht das nicht. Lass uns mal eben nur das Bild schauen. Ich glaube, das kann ich von der Nase aus besser beurteilen. Wo ist die Nase? Da ist die Nase. Auf der anderen Seite ist die Nase. So, die Nase ist 2 breit. Pass auf. Da muss ich mal eben kurz eine Hilfslinie ziehen. Also in der Verbindung mit der Nase eine Hilfslinie ziehen, Kekser. Aber das Tier ist nicht mittig, das weiß ich. Aber dass das so weit nach rechts gerutscht ist. Ja, ist halt so. Das, wie gesagt, haben wir gesagt, kommt nicht ganz in die Mitte. So. Jetzt könnte ich irgendwie. Passt das? Das passt. Der muss mal weg, dann kann ich da durchlaufen. So. Dann könnte ich eventuell sogar noch ein bisschen was an oranger Wolle oder an brauner Wolle gleich wegnehmen. So. Ich muss trotzdem noch mal eben in das andere Bild. Das hilft mir alles nicht. Okay. Dann geht das in die Höhe bis dahin. Okay. Viel an dem Sachen kann ich nicht wegnehmen. Warte mal, ich nehme mal eben kurz die Erde dahin und das Orange dahin. Ich muss mal eben ein paar Hilfslinien bauen hier, damit ich hier vernünftig rein und rauskomme. Das ist definitiv einfacher als mit den Skiffies. So, wenn ich nämlich bis dahin gleich das Orange wieder dran pflanze, quasi. Ach so, ich suche gerade die Schere. Die Schere ist natürlich jetzt nicht mehr in Gebrauch. Dann kann ich die Schere ja wieder hier auch wegmachen. So. Das Braun können wir definitiv anderweitig gebrauchen. Also so, zu viel Wolle haben wir nicht. Insofern machen wir das mal kurz. Aufpassen, dass jetzt auch kein Loch entsteht, ne? Da ist auch kein Loch, da kann auch keiner durchgucken. Nee. So, darf ich mal eben kurz anpflanzen. Hey, da kommst du nicht durch. So. Oh. So. Das Ganze auf der Seite auch mal eben kurz. So, da kann ich auch ruhig hoch. So. Ja, das ist okay. Das kann man so machen. Mein Gott, der kriegt aber einen mächtigen Nacken, oder? Oh, den muss ich auch noch kriegen. Ich glaube, so ungefähr war das. Wir werden gleich wieder ein bisschen Abstand nehmen müssen und die Zeichnung nochmal anschauen. Ne, ernsthaft jetzt? So, das kannst du nicht ernst meinen. Das kannst du wirklich nicht ernst meinen. Okay, das ist nicht schlimm. Wir lassen uns hier nicht ablenken von der Sonne. So,
Das Tier werden wir ja so aus weiter ausgeschalten. Wie viel Erde habe ich noch? Irgendwo habe ich noch genug Erde. Hier brauche ich jetzt gerade gar nicht so viel Erde. Pass auf. Nehmen wir ihn nochmal eben kurz hier. Hier brauche ich auch keine Erde. Hier sieht ja gar keiner die Wolle von innen. Die sieht man, wenn ich die Erde unten wieder wegnehme. Aber das hier nicht. Das sieht keiner. Dann kann ich das hier wieder direkt ausfüllen. So. Wir wollen ja keine Ressourcen verschwenden. Nicht wirklich, ne? So. Kann ich das auch noch mitnehmen? Kann ich. Und sonst so. Jetzt habe ich nicht genug Erde. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Okay, ich glaube, ich gehe mal eben kurz rüber. Drüben habe ich auch nicht mehr genug Erde. Jetzt muss ich wirklich für Erde ins Lager? Das kann nicht sein. Was haben wir denn? Wir können ja auch Bruchstein nehmen. Das ist ja nicht das Problem. Bruchstein haben wir doch genug, oder? Hoffe ich doch zumindest. Nur Bruchstein kannst du nicht so schnell wieder wegbauen. Bruchstein habe ich auf jeden Fall genug. Erde, nicht so viel. Ja, weißt du was? Wir gehen rüber. Wir sind jetzt nicht zu faul dafür. Ich hole mir Erde. Das ist falsche Richtung. Ich werde irgendwann fertig. Irgendwann. Aber ganz ehrlich, ich meine ganz, allein der Grundriss dieses Zoos hat schon so lange gedauert. Jetzt wollen wir auch nicht, ich sag mal, hier das übers Knie brechen. Und wenn wir gerade hier sind, können wir ja auch direkt eben kurz uns aufs Ohr hauen. Wir waren schon lange nicht mehr da oben, oder? Erzählst du davon, wenn wir mal uns in das eigene alte Bett. Das ist bestimmt besetzt. Nee, wir haben ja welche da frei. Oh, Spieler Nummer 9. Der ist leider auch lange nicht mehr online gewesen. Daniel, was machst du für Sachen? Ich hoffe, ich sehe ihn noch mal irgendwann wieder. Okay, bis dann. Nee, nicht das jetzt. So. Ja, kurz geschaut, was da drüben los ist. Nichts Wesentliches. Wir nehmen jetzt hier ein paar Sacks mit. Wir können noch ein paar... Oh. Grobe Erde. Grobe Erde können wir vielleicht später gebrauchen, wenn wir das ausgestalten. Jetzt brauche ich erstmal nur die Erde so. Und das setze ich da wieder zu. Irgendein Endermann hat hier doch einen Erdhügel geklaut, oder? Das wollen wir so nicht. So, zack, wieder zurück. Hau rein, Hein! Hallo? Hallo? Geht das jetzt ein bisschen schneller vielleicht? So, also, ich meine, vom Weiten sieht er doch schon fast schön aus, oder? Ich bin mir dann natürlich sicher. Ja, vor allem, jetzt müssen wir die ganze Glasfront noch davor machen und so. Okay, das wird auch noch einiges an Arbeit mit sich bringen. Aber Kekse, wolltest du ja, ne? Du wolltest ja mal was anderes bauen, was Größeres bauen. Nicht nur so dumme kleine Hütten. Jetzt hast du dir was angelacht, ne? Das hättest du natürlich dir vorher überlegen müssen. Ja, ist egal. Haben wir. Pass auf. Muss man kurz schauen. Das ist jetzt hier schon mal 2 breit. Das passt soweit schon mal. Und das Ganze. Und ich habe da ja noch ein bisschen. Hier wird's, ich glaube, nochmal 4 in die Richtung. Bevor der irgendwann schmaler wird. So. Die müssen ja von unten dann auch vernünftig, weil das. Okay, die Erde da hinten muss auf jeden Fall noch ausgetauscht werden. Ich brauche noch einen neuen Skeffi. Kann ich da. Ich habe doch hier noch und da noch und da noch. Ich habe doch überall Platz. Irgendwann mal. So. Bis dahin und dann vielleicht 2 weiter. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich allerdings für heute wieder aufhören. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich irgendwann mal wieder weitermache. Was heißt denn irgendwann? Wir wollen hier auf jeden Fall weitermachen. Das soll ja noch was werden hier. Man weiß nur noch nicht was oder wie oder wann. So. Fall da nicht runter. Ja. Vielleicht seid ihr dann wieder dabei. In diesem Sinne, schöne Grüße von Niederrhein und tschüss. Bis dahin.